Mittlerweile schon der 26. Spieltag in der Verbandsliga Mecklenburg-Vorpommern und an diesem Tag das Spitzenspiel in Waren. Der gastgebende SV Waren 09 empfing den Tabellenführer, den Torgelower SV Greif. Und dorthin nach Waren begleiteten etwa 30 Fans ihre Mannschaft. Und sie wusste, dass das heute eine sehr schwierige Angelegenheit wird. Leider hatten die Torgelower auch an diesem Tag einige Personalsorgen. Bernstein konnte nicht eingesetzt werden. Außerdem verletzte sich beim Warmmachen Glant und somit Schmidt in der Abwehr für ihn im Einsatz. Gott sei Dank ist Öfele wieder dabei, der nach einer Verletzungspause sein Comeback feiert. Und die Fans machten sich vorm Anpfiff schon hektisch bemerkbar. Die Torgelower machte von Beginn an das Spiel und kamen auch zu Beginn zu einigen Möglichkeiten. Die Warener nur mit einigen Entlastungsangriffen, die zu Beginn kaum für Gefahr sorgten. Man spürte, dass die Torgelower heute hoch motiviert waren, um auch hier 3 Punkte im Kampf um die Meisterschaft zu holen. Doch da waren ja noch die Probleme personell in der Abwehr. Und hier ein verheißungsvoller Angriff der Warener. Die Torgelower konnten erst klären, aber die Blau-Weißen blieben im Ballbesitz und dann eklatanter Abwehrfehler. Außen total frei und innen war Röpke ungedeckt und es stand dann nach 13 Minuten 1:0 für den Gastgeber. Hier noch einmal. Da waren die Torgelower nicht auf der Höhe des Geschehens. Der Gegenspieler konnte ungehindert flanken und Röpke köpfte locker ein zum 1:0. Das wollten die Torgelower vermeiden, einen Rückstand hier in Waren hinterher zu laufen. Die Antwort der Greifen ließ nicht lange auf sich warten. Stürmische Angriffe der Gäste auf das Warener Tor. Hier ein indirekter Freistoß im Strafraum. Nachdem der Torwart den Ball zu lange in der Hand gehalten hatte, doch nicht genutzt diese gute Möglichkeit. Und Martin stand bei diesem Angriff im Abseits. Angriff auf Angriff rollte auf das Warener Gehäuse zu. Doch die 09er verteidigten kämpferisch ihre knappe Führung und versuchten durch schnelle Gegenangriffe zum Torerfolg zu kommen. Hier Glück bei den Greifen, der Gegenspieler im Abseits und dann danach Fleter mit der Riesenmöglichkeit, hatte nur noch das leere Tor vor sich und vergab kläglich. Wieder Fleter und eine Warener Fußspitze war dazwischen. Unzählige gute Möglichkeiten der Greifen. Und das 1:1 lag mittlerweile längst in der Luft, beziehungsweise es hätte schon 1:1 stehen müssen. Aber zu hektisch, vielleicht vergeben diese Möglichkeit. Hier erstmal wieder ein Freistoß. Thiel, aber der Ball bleibt in der Mauer hängen. Oh, da hatte
Cthulhu Pech rechnete nicht mehr mit der Hereingabe und diese Möglichkeit war auch vergeben. Kaum Gegenangriffe der Warenden mittlerweile voll dominieren, die Torgelor spielten ihren Gegner voll an die Wand. Doch es wollte einfach kein Treffer fallen. Das Hinspiel gewannen. Die waren ja mit 2:1 damals. Es war ein klasse Spiel im Herbst 2003 im Spartakusstadion. Doch der glücklichere Sieger waren die Warener, die mit 2:1 kurz vor Schluss gewannen. Nach einem unberechtigten Eckball. Aber vielleicht gelingt es den Torgelohren heute, auf ähnliche Art und Weise das Spiel zu gewinnen, denn damals gingen die Greifen in Führung und die Gäste drehten den Spieß um und vielleicht andersrum am heutigen Tag. Wieder ein guter Angriff, Cthulhu, aber der verzieht meterweit. Hatte schon kurz davor auch eine riesen Möglichkeit, die er vergab. Dann auch noch Pech nach einem Eckball. War ein klares Handspiel zu sehen eines Warener, doch der Elfmeterpfiff blieb aus. Und wieder Martens, aber ein Gegenspieler konnte klären. Dann war Pause und Haare raufen bei den Fans, die mit ansehen mussten, wie reihenweise dickste Möglichkeiten vergeben wurden. Dann die zweite Halbzeit mit einem weisungsvollen Freistoß für die Torgelor Martens und da rettete der gute Torwart aus Waren. Wenig später ähnliche Situation wieder Dan Thiel. Und wieder der Torwart, der Warener. Zum Haare raufen und zum Verzweifeln war es an diesem Tag heute. Nächste gute Möglichkeit. Cthulhu setzt sich hier wunderschön durch. Flankt nach innen. Und Allard erwischt das Leder nicht voll. Der Nachschuss weit übers Tor. Das ist immer ein Bein dazwischen. Immer. Wieder die Gräfin im Angriff. Cthulhu mit einer Riesenmöglichkeit scheitert am Torwart. Und der Nachschuss an die Latte. Und nochmal Nachschuss Thiel. Dann Freistoß. Schwertfeger abgefälscht. Und mit Glück 1:1. Umjubelter Ausgleich. Endlich war es geschafft. 1:1. Und es war noch genug Zeit, das Ding endgültig zu drehen. Hier nochmal in der Wiederholung. Da hatten mal die Torgelor das Glück. Es schien so, dass der Ball am Tor vorbeikullert, doch da war noch der Innenpfosten und dann Tor 1:1. Grenzenloser Jubel. Jetzt ein Nachlegen, das wär's. Hinterhaltschuss, Schmidt weit übers Tor. Kossiel am Ball. Der zog ab und wieder der Torwart der Warener. Dann noch einmal frischer Wind im Spiel der Torgelor. Christian Gude kam. Die Nummer 7, Mike Schmidt. Der ja vor einer Woche sein Comeback feierte. Hier eine brenzlige Situation nach einem Eckball. Insgesamt hatte man eigentlich den Gastgeber hier stärker eingeschätzt, der eigentlich kaum zu Möglichkeiten kam, außer bis jetzt diesem 1:0 Treffer, den die Torgelor bis zur 61. Minute hinterher liefen. Hier eine der wenigen guten Möglichkeiten
der 09er. Die jetzt nur 20 Minuten vorm Ende etwas besser wurden. Das Spiel wurde ausgeglichener und die Spannung wuchs um Minute zu Minute. Ich flehte auf und davon, nur noch der Torwart vor sich und bekommt das Leder nicht am Keeper vorbei. Weiterhin 1:1 und dieser Schuss war nicht ungefährlich. Aufsetzer, aber Dreier. Parierte. Souverän. Ja, es war zum Haare raufen. Doch eine gute Möglichkeit. Sollten die Torgelor noch bekommen. Eckball, kurz vor Schluss. Hereingabe, Kortula. Ecke mit einem Seitfallzieher. Und was wäre, wenn das Leder einen Meter weiter auf Tor gekommen wäre? Somit blieb es beim 1:1. Enttäuschend hatte man noch über weite Strecken das Spiel bestimmt. Und einen Tag später gewannen die Wismarer mit sage und schreibe 6:1 beim FC Eintracht Schwerin und rücken nun 2 Punkte dichter an die Torgelow heran. Das werden Sie noch in der Presse lesen, das werden Sie von uns noch des Öfteren hören. Dann gegen FC Energie.